wenn ich dieses Ding gesehen hätte, das habe ich übersehen, dann hätte ich, glaube ich, mit dir darum konkurriert, das auch zu nehmen. Aber du hattest mir schon das Megafon weggenommen. Ach, das hatte ich denn. Ich bin Nina Scheer, ich wohne in Schleswig-Holstein, bin SPD-Kreisvorsitzende im Kreis Herzogtum Lauenburg. Im Schwerpunkt beschäftige ich mich damit, wie man Rahmenbedingungen schaffen kann, die ökologisches Wirtschaften ermöglichen. Ich bin Karl Lauterbach, ich bin Arzt und Wissenschaftler, aber seit 15 Jahren Vollblut-Politiker mit Leidenschaft. Mich interessieren Gesundheit, Rente, alles, was mit Gerechtigkeit zu tun hat und in letzter Zeit ganz besonders auch die Umweltpolitik. Wir müssen klare Kante zeigen bei dem Schutz natürlicher Lebensgrundlagen, bei der Energiewende, beim Klimaschutz. Das muss ganz eindeutig sein, dass wir den schnellstmöglichen Umstieg auf erneuerbare Energien machen. Wir wollen für alle Generationen ein gutes Land aufbauen und hinterlassen. Also Kinder sollen sich auf die saubere Umwelt, die nachhaltige Wirtschaft, gute Bildung verlassen können. Und ältere Leute, dass die Gesundheitsversorgung gut ist, dass man von der Rente leben kann. Und dass es auch für die Pflegebedürftigen gute Pflege in Deutschland gibt. Ich komme aus einer katholischen Arbeiterfamilie, war daher zuerst in der CDU, habe 10 Jahre in den USA gelebt. Aber als Arzt habe ich einfach gespürt, diese Art der Zweiklassenmedizin, die wir in Deutschland auch so lange schon zulassen, das ist unerträglich und das kann nur die SPD ändern. Ich habe zugesehen, dass ich am 16. Geburtstag Mitglied wurde. Und die Grundwerte, die finde ich immer noch die allerwichtigsten, wenn man sich fragt, wie soll eine Gesellschaft aussehen, wofür setzt man sich ein, dann sind das eigentlich genau die Grundwerte, die mir auch persönlicher Leitfaden sind. Es ist so, dass wir die Pflege, dass wir Kinderbetreuung, dass wir aber auch andere Bereiche im Nahverkehr oder wenn es um Infrastruktur geht, nur leisten können, wenn das auch dann vorgehalten wird, wenn es nicht wirtschaftlich ist. Deswegen müssen wir selbstbewusst damit umgehen, Daseinsvorsorgeaufgaben auch wahrzunehmen. All diese Herausforderungen sind nie zu meistern, ohne dass wir die Vermögenssteuer einführen und die Erbschaftssteuer erhöhen und das Steuersystem in der Gänze gerechter machen. Die Spitzensteuern müssen auch wieder steigen, niedrige Einkommen entlastet werden. Die Vielfalt, die wir in der Partei haben, an der Basis, die zeigt mir immer wieder, dass man dann nach den Diskussionen, die es da gibt, einen Schlüssel in der Hand hat, Lösungswege hat, gemeinsam erarbeitete. Und deswegen steht das für mich. Es wird ein Kraftakt sein, weil man in der Partei nichts geschenkt bekommt. Aber wenn man etwas wirklich will und kämpft dafür und überzeugt, dann ist der Kraftakt erfolgreich. Die Mitglieder bei uns, die haben Ideale, so ein gutes Empfinden dafür, was ungerecht ist in der Gesellschaft und eine große Gemeinschaft der Werte. Und genau dafür brauchen wir die Sozialdemokratie, und zwar eine starke Sozialdemokratie mit unseren Grundwerten Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Die sagen uns auch, wie wir mit den Lebensgrundlagen umzugehen haben, dass wir die Lebensgrundlagen schützen müssen, dass wir einen schnellen Umstieg auf erneuerbare Energien brauchen, dass wir die Abhängigkeit von den fossilen Ressourcen so schnell wie möglich beenden müssen, weil auch genau darin Frieden liegt und auch genau darin die Bekämpfung von Fluchtursachen liegt.